Servus und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. In der letzten Folge haben wir unseren Gang eigentlich soweit fertiggestellt. Also mehr oder weniger. Hier vorne wird noch alles mit Wolle ausgekleidet. Im Prinzip könnten wir sogar unsere Schäfchen mal kurz scheren. Muss ich nochmal gucken, ob wir hier noch eine Schere haben. Oh, und Melonensamen hatten wir ja gefunden. Da könnten wir eigentlich mal testweise... Wo war das denn? Das könnten wir eigentlich tatsächlich mal machen. Einfach mal so. Ohne, dass wir da jetzt einen besonderen Raum oder so dafür erstellen, sondern einfach auf so einer freien Wiesenfläche. Die Schere wollte ich allerdings erstmal mitnehmen. Da ist sie, sehr schön. Werden wir uns erstmal noch ein bisschen Wolle besorgen und dann gucken wir mal, ob wir hier noch rote Wolle haben. Tatsächlich, 15 Stück ist nicht mehr viel, aber... jetzt können wir natürlich nochmal gucken, ob wir vielleicht ein paar Schafe paaren lassen. Da fehlt eine Fackel, sehe ich gerade. Okay, das passt, glaube ich. Ja, dann jetzt erstmal ab zu den Schafen, die hoffentlich alle in ihrem Gatter sind, weil das kotzt mich ja schon ein wenig an, was die hier... Das erwähne ich, glaube ich, schon zum 200. Mal, oder? Dass mich das so ein wenig ankotzt, was die hier so treiben. Also, dass die gerne mal ausbrechen. Oder wollen wir sie erstmal scheren? Erstmal scheren, gell? So, dich und dich und dich. Und dich. Mäh. Ja, richtig. Und dich. Ah, jetzt ist es sogar eine ungerade Anzahl. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber gut. Ja, jetzt wollen sie natürlich alle. Du und du. Du und du. Na? Die beiden schauen noch einigermaßen willig aus. Nee. Du? Nö. Alles klar, dann muss das reichen, denke ich. Ach ja, da hat schon wieder einer Wolle nachgedingst. Nehmen wir uns natürlich mal direkt ran. Das Baby können wir noch nicht scheren, okay. Eigentlich müsste man sich hier nur 10 Minuten reinstellen. Dann hätte man, glaube ich, Wolle für das ganze Haus. Ja, das ist doch gut. Oh, jetzt schauen wir nochmal bei den Hühnchen. Sind die schon erwachsen? Nee, das eine ist noch da. Die Kühe sollen uns erstmal nicht stören. Was ich auch machen wollte, ich hatte das ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich hier diese Fläche abholze. Abholze, sage ich schon, abtrage mit der Schaufel, dass das hier quasi ebenerdig zum Haus wird. Das sieht zwar so auch ganz okay aus, aber ich würde da schon gerne unten noch das Holz sehen. Weiß ich nicht, würde mir jetzt persönlich besser gefallen. So, 32 Wolle, das reicht nie und nimmer für irgendwas Sinnvolles. Wir könnten aber natürlich schon mal anfangen, hier so ein bisschen den Boden rauszureißen. 4, 5, 6. Okay, 6 mal 3 haben wir 18. 6 mal 4 haben wir 24. 7 mal 4 haben wir 32, gell? Ne, 28. Ach, ich bin doch heute wieder blöd in Mathe. Ist jetzt auch egal. Wir schauen jetzt einfach mal, wie viel wir hier hinbekommen. So, da noch und da noch. Okay, zwei haben wir noch übrig. Das machen wir mal so. Und die können wir ja hier so reinpacken. Ist jetzt zwar von der Zahl her nicht so super, aber gut. Also das hier wird auf jeden Fall sehr gemütlich werden. Das wäre es dann erstmal. Melonensamen wollte ich pflanzen und jetzt ist es schon wieder dunkel. Wie schaffe ich das eigentlich bei jeder Aufnahme, beziehungsweise bei jeder Folge, dass es direkt am Anfang schon Nacht ist? Ach, jetzt können wir eh gerade noch gar nicht schlafen. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Hoe, glaube ich. Ich habe das mit den Melonen noch nie gemacht. Ich weiß nur, dass da immer ein Feld daneben frei sein muss. Also, dass die quasi zwei Felder einnehmen. Gute Nacht. Und einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wunderbar. Komisches Lied. Was ist das denn? So, das ist besser.
Die brauchen auf jeden Fall zwei Platz. Ich weiß allerdings nicht, ob wir die am Wasser bauen müssen. Ich tue das jetzt einfach mal und hoffe, dass da jetzt keine Tiere durchlaufen. So, jetzt schauen wir mal. Machen wir erstmal hier noch das ganze Gras weg. Das nervt mich nämlich so ein bisschen. So, wie machen wir das mit dem Wasser? Jetzt bin ich gerade ein bisschen am Überlegen. Wollen wir vielleicht das hier hinten wegmachen und da stattdessen... Ja, das wäre, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Haben wir noch Erde? Haben wir. Dann machen wir das so, dass wir da so und drei Melonen, oder? Machen wir vier Melonen? Ach, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob das hier überhaupt an... So, jetzt trampeln wir hier mal ganz dreist drauf rum. So, da noch. Alles klar. Das kann weg. Da noch so ein bisschen trampeln. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, ob das klappt, wenn das hier daneben ist. Ich mache hier einfach mal ganz viel Platz, weil ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie das genau läuft mit den Melonen. Ich weiß nur, dass die zwei Platz brauchen und auf so einer Erntefläche sein müssen. Mehr weiß ich da nicht. Schauen wir mal. Reicht das? Bin ich doch ein bisschen überfragt. Ich würde sagen, hier ersetzen wir auch nochmal das Teil hier mit Erde. Da kommt ja Wasser hin, das ist kein Problem. Einmal noch die Steinhose. So, und dann dahin. Nee, falsch. Oh, so kann ich das kaputt machen scheinbar. Okay, das ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Ich hoffe einfach, dass das hinhaut. Darf ich da drauf rumlaufen? Ich habe keine Ahnung. Ja, das Sanddings glitscht hier schon wieder. Das ist doch alles ein bisschen blöd. Dann machen wir das so, dass ich hier auch nochmal Erde reinpacke. Vielleicht machen wir das hier sogar komplett. Dass wir hier quasi so eine Seite mit Melonen haben. Ja, ein bisschen wächst auf jeden Fall schon. Okay, ich weiß halt nicht, ob es das nur in eine bestimmte Richtung wächst oder... Ja, wie das überhaupt ausschaut. So, das müsste eigentlich passen, gell? Ah ja, da glitscht schon wieder Sand. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so. Nehmen wir mal hier hinten noch ganz fix unser Weizen weg. Dann können wir uns da schon mal wieder ein paar Brote machen. Und allen voran haben wir dann wieder ein bisschen was, um unsere Tiere zu paaren. Und der Baum stört mich hier gerade noch so ein bisschen. Muss ich mal gucken, ob ich da nicht eventuell für den eine andere Stelle suche. Das ist mir schon seit Ewigkeiten ein Dorn im Auge. Ich hatte aber nie die Ho dabei. Da könnten wir vielleicht auch noch Erde reinpacken. So, sehr schön. Und einmal die Steinhoe. Alles klar. Nee, das wächst auf jeden Fall. Das wächst auf jeden Fall. Das scheint zu klappen. Da bin ich auf jeden Fall happy. Da hätten wir auch noch was. So, alles klar. Und dann gibt es da jetzt erstmal ordentlich Samen drauf. 55. Vielleicht da noch Melonen. Naja, schauen wir mal. Da so erstmal die normalen Weizensamen. Und ja, eine Farm basteln wir auch noch, aber ich habe einfach im Moment viel zu viel anderes zu tun hier in Minecraft, dass ich... Na, super. Hey, es ist nicht kaputt gegangen. Wunderbar. Hatte ich nochmal Glück. So, da wollte ich noch Melonen hinpacken. Wollte ich das? Machen wir das mal anders. Machen wir das so. Dann einmal die Steinhoe. So, und... Na, jetzt muss ich nochmal die Melonensamen nehmen. Ich hoffe, ich mache das richtig und verschwende die Melonensamen jetzt nicht. Das wäre natürlich ein herber Fail, aber ich glaube, das passt so. So, da noch. Okay, da wachsen dann die Melonen. Nee, aber so ein bisschen wächst das, glaube ich. Die sind auf jeden Fall schon deutlich größer als... Ich hoffe halt, dass das nicht so eine Nord-Süd- oder Ost-West-Ausrichtung hat. Das haben ja manche Items, beziehungsweise manche, ja, ich sag jetzt mal Dinge in Minecraft. Dass sie sich immer in eine bestimmte, ja, Himmelsrichtung ausrichten. Ich würde sagen, das passt, oder? Das müsste jetzt in diese Richtung hier wachsen und wir dürften dann nur eine Seite kaputt machen und das wächst dann quasi immer wieder in diese Richtung. Hoffe ich jetzt zumindest. Hoffe ich jetzt zumindest, dass das so hinhaut. Und unsere Schafe sind schon wieder ready. Wahnsinn. Nehmen uns da mal wieder die Wolle weg. So, einmal rein, einmal zu. Hoppala, nee, nicht beides auf. Alles klar. So, einmal dich. Und da ist schon wieder eins draußen. Oder es glitscht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es glitscht.
So, alles klar. Und ein Ei. Ui, das ist doch schön. Können wir vielleicht gleich noch ein Hühnchen da rausholen? Das wäre natürlich optimal. Schauen wir mal. Nee, leider nicht. Aber wir haben ja zwei. Jetzt muss nur noch das eine hier groß werden und dann sollte das eigentlich passen. Das nehmen wir auch nochmal ganz schnell weg. So. Alles klar, sehr schön. Können wir da drin noch ganz kurz die Wolle verlegen, die wir jetzt haben? Ja, wunderbar, Sinan. Wie viele haben wir denn jetzt? 16, das ist gar nicht mal viel. Ja, mal gucken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Na, das war ein blöder Fail. So, einmal das Holz. Und dann haben wir es. Prima. Dann könnten wir uns eigentlich aufmachen, hier in den Keller zu laufen, beziehungsweise uns mal in die Richtung durchzuarbeiten. Muss ich nur ganz kurz überlegen, ob wir nicht eventuell draußen erst die Erde wegmachen. Vor allen Dingen muss ich jetzt mal gucken, was unsere Diamant-Schaufel mit der Verzauberung drauf hatte. Efficiency und Unbreaking. Okay, ich würde sagen, das nehmen wir jetzt einfach mal in die Hand und machen draußen mal ein wenig freie Fläche. Ich glaube, damit sollte es auf jeden Fall schneller gehen. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Wie schaut es bei den Melonen aus? Ja, die wachsen auf jeden Fall. Wobei das so ein bisschen in diese Richtung wächst. Ich hoffe... Wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach so. Dass wir auf diese Seite auch noch Erde packen. Und dann... Ach Gottchen, geh doch hoch. So, dass wir da quasi auch nochmal so. Und so, 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 so und so. Falls das jetzt doch in diese Richtung wachsen sollte, ich weiß es nicht. Wobei das jetzt schon wieder in diese Richtung wächst. Ach, ich habe keinen blassen Schimmer. Es ist mir jetzt gerade auch egal. Wir werden jetzt hier mal fix den Boden rausreißen. So. Na, das geht tatsächlich ein bisschen schneller. Also abgesehen davon, dass das hier eine Diamantspitzhacke ist natürlich. Da ist ja generell alles ein bisschen schneller mit Diamant. Aber das scheint mir doch etwas ja, flotter zu gehen. So, sehr schön. Frage ist halt, wie lange das Teil hält. Da ist ja auch noch Unbreaking 2 drauf, glaube ich. Ja, tatsächlich Unbreaking 2. Das heißt, alle paar Mal wird da mal kein Schaden abgezogen. Also keine Benutzung. Ich glaube, das Teil hält schon eine Weile auf jeden Fall. So, machen wir da noch so ein bisschen was weg. Das wird hier auf jeden Fall alles noch wunderbar schön werden. Aber das ist jetzt erstmal nur temporär so ein bisschen, dass es hier einigermaßen gut ausschaut. Muss man dann jetzt halt mal gucken, wie wir das fortführen. Ich glaube, so kann man es sogar lassen. Vielleicht das hier noch weg. Wobei das extrem steril aussieht hier. Mit dieser sehr geraden Fläche. Aber gut. Ist im Prinzip auch egal. Hier einmal ums Haus rum. Und der Wind erscheint mir so ein bisschen laut. Mit welcher Taste ging das eigentlich? F7, oder? Ach so, jetzt ist es ganz aus. Ah ja, genau. Okay. Item switches, weapons. Environment. War es das hier? Das ist aber schon auf 20%. Erscheint mir noch ein bisschen zu laut. Machen wir das mal so. 90 sollte passen. Also diese Windgeräusche allen voran, die erscheinen mir so ein bisschen laut. Kann auch sein, dass ich mich täusche, beziehungsweise irre. Naja. So, jetzt schauen wir mal, wie weit wir hier hinten rausgehen. So, alles klar. Also das alles möchte ich eigentlich nicht unbedingt abtragen. Hier hinten kann es ja im Prinzip wieder im Berg verschwinden. Das ist ja kein Problem. Wir könnten das ja so machen, dass das hier quasi so ein bisschen... Hm,
Ach, ich weiß nicht, wie das aussieht und ob das überhaupt nach was aussieht. Wir werden das jetzt einfach mal ausprobieren und wenn es nicht passt, können wir hier immer noch Erde hinpacken. Und jetzt wird es schon wieder dunkel. Wahnsinn. So, vielleicht da noch so. Das hier noch so ein bisschen weg. So, und dann halt hier unten noch so ein paar Dinger in diese Richtung, aber ja, allzu viel müssen wir da, glaube ich, nicht wegmachen. Können wir uns auf jeden Fall noch was überlegen. Das ist jetzt im Moment noch nicht so extrem wichtig. Jetzt gehen wir erstmal pennen. Kein Bock, dass hier schon wieder ein Enderman rumfliegt. So ein blöder, kaputter Enderman. Wobei die jetzt, glaube ich, gleich spawnen werden. Naja, mal gucken. So. Gute Nacht. Und einen wunderschönen guten Morgen. Die Schafe sind im Prinzip auch schon wieder ready. Wollen wir die mal schnell scheren gehen? Sind das überhaupt schon alle? Ich glaube, das sind sogar schon alle. Und ich glaube, die Kleinen sind jetzt auch schon wieder erwachsen. Ist irgendein Creeper? Nee. Alles klar, dann mal wieder die Schere in die Hand. Jetzt habe ich wieder Hunger, Wahnsinn. Das sind tatsächlich noch nicht alle, okay. Aber die Kleinen sind groß geworden, das lohnt sich dann doch wieder. Und ich glaube, ja, wir können ein Hühnchen zeugen. Wir können ein Hühnchen zeugen, ich freue mich. Ich freue mich, es ist erwachsen, juhu. So, einmal dich. Das ist so ein bisschen schwer, die Teile zu treffen. So. Einmal du und einmal du. Mal gucken, was da rauskommt. Das ist ja doch wieder ein bisschen rassistisch hier. Ja, sehr schön. Also das hier war wohl der Papa. Das wird ja dominant vererbt, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte schon lange keinen Biologieunterricht mehr. So, alles klar. Ja, ist auf jeden Fall eine nette kleine Familie da. Wunderbar. Nehmen wir da mal wieder unsere Schaufel ran. Sehr schön. Und ich glaube, die Melonen wachsen tatsächlich schon. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch wunderbar aus. Da freue ich mich drauf. Dann haben wir endlich die zwei Melonen, die wir unter unsere Kiste packen können. Und allen voran wirklich mal eine gescheite Nahrungsquelle. Ich meine, die Melonenscheiben, die heilen jetzt zwar nicht so viel von der Hungerbar, aber es ist ja doch immerhin besser als, ja keine Ahnung, Brot oder so. Da ja da doch sehr, sehr viele rauskommen. So, wunderbar. Ich glaube, das wird hier noch sehr, sehr hübsch werden. Das passt, glaube ich, auch für den Moment. Vielleicht können wir uns hier noch so einen kleinen Teich oder so hinbasteln. Ja, ich finde, das sieht gut aus. Mit der Decke muss ich mir noch überlegen, ob ich hier am Rand vielleicht nicht tatsächlich irgendwie so ein dunkles Holz nehme oder eventuell sogar tatsächlich irgendwie, wenn ich das... Ich könnte eigentlich die Texturen ändern, dass wir gar keine Schnittfläche bei Holz mehr haben. Das könnte ich machen. Dann könnten wir das nämlich hier hinmachen und dann wird das quasi hier wieder in diese Richtung gehen, die Maserung, und dann wieder in diese Richtung, also genauso wie bei den Planken hier. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das ausschaut. Einmal die Wolle in die Hand genommen und dann können wir ja mal auf dieser Seite so ein bisschen. Ah, da ist ja unsere Redstone Verkabelung für unsere wunderschöne Tür. So, wunderbar. Nee, das wird auf jeden Fall langsam sehr, sehr gemütlich. Kann man absolut nicht meckern. So, jetzt habe ich aber nicht gezählt. 16 Stück. Machen wir doch die vier weg. Das müsste dann ungefähr 16 sein. Vielleicht bleiben sogar noch ein paar übrig. Ne, das sind genau 16. Wunderbar. Prima. Schaut jetzt ein bisschen unförmig aus, aber das... Alter, die haben schon wieder Wolle nachwachsen lassen. Das holen wir uns mal ganz fix. Das holen wir uns mal ganz fix. So. Einmal dich in die Hand. Also das ist echt der Wahnsinn, wie schnell das hier teilweise wächst. So, wunderbar. Können wir da tatsächlich noch fix weitermachen, bevor ich die Folge hier beende. Wie viel haben wir jetzt? Wieder 16, wunderbar. Das sollte dann hier auch für die Ecke reichen. Das hier hinten sind 9, 10. Ja, das könnte hinhauen. 10,
12, 14 und 16. Das ist doch wunderbar. Na, das war natürlich wieder ein Fail. Kennt man ja schon von mir. So. Prima. Prima, prima, prima. Das schaut doch gut aus. Wobei das Rot ein bisschen aggressiv macht, gell? Das ist ja so eine extreme Signalfarbe. Das ist ja zum Beispiel auch, glaube ich, bei McDonald's so, dass die Leute schnell essen und dann wieder quasi den Laden verlassen. Naja. Soll uns erstmal nicht interessieren.